Eigentlich kennen wir Melania Trump immer top gestylt und makellos, weswegen wir bei diesen Bildern fast schon überrascht sind. Denn vom Winde verweht trifft es hier ganz gut. Bei dem Besuch eines US-Stützpunktes in North Carolina blicken alle nur auf die Haare der 48-Jährigen, die, wie deutlich zu sehen ist, so ganz und gar nicht an richtiger Stelle liegen. Als Melania gemeinsam mit Karen Pence aus dem Flugzeug steigt, geben die beiden Frauen wirklich ein amüsantes Bild ab. Bereits beim Start von Maryland nach North Carolina hat die First Lady mit dem Wind zu kämpfen. Ganz professionell, wie man es von ihr kennt, verabschiedet sie sich mit der einen Hand, mit der anderen versucht sie ihre Mähne in den Griff zu bekommen. Bei der Ankunft fragt man sich, wie Melania mit ihren Mega-High-Heels und eingeschränkter Sicht die Treppe gemeistert hat. Die Frauen scheinen es jedoch mit Humor zu nehmen und lächeln breit für die Fotografen. Bei dem eigentlichen Termin sieht Melania dann auch schon wieder weniger zerzaust aus, womit der Blick von den Haaren zu ihrem Outfit schweift. Denn durch den engen Gürtel wird die Wespentaille der 48-Jährigen hervorragend in Szene gesetzt. Durch diesen Auftritt wird wieder einmal deutlich, dass Melania so schnell nichts aus der Ruhe bringt.